was passiert? Okay, auf Twitch passiert tatsächlich was. Okay, auf Twitch passiert tatsächlich was. Gut, der Stream läuft, weil... Ist irgendwie in letzter Zeit ein bisschen komisch. Der zeigt mir immer, Verbindung zu Twitch konnte nicht aufgebaut werden. Aber er läuft. Ja. Kannst du mal was in den Chat schreiben bei Twitch? Ja, ich verbinde gerade dahin. Damit ich mal sehen kann, ob der Chat hier auch funktioniert, den ich habe. Irgendwie sieht das bei OBS gerade komisch aus. Seitdem sie das Update gemacht haben, funktioniert es irgendwie nicht mehr so einwandfrei wie früher. Okay, das war die andere E-Mail-Adresse. Pack ich auch mal ein. Oh, Passwort ist zu leicht. Schauen. Mist. Okay, ich habe gerade nochmal getestet. Also der Chat, den ich hier habe, der funktioniert nicht. Das heißt, es wäre gut, wenn du irgendwie... Ja, ich kann hier bei mir nichts sehen, also... Also gut, ich kann zum Beispiel im Stream sehen. Ja, wäre gut, wenn du zum Beispiel, wenn du den Chat dann einfach lesen könntest, weil ich sehe das hier bei mir leider nicht. Wenn ich jetzt noch den... Browser offen mache, dann zieht das ganz schön viel, weil OBS ja auch schon einiges braucht. Dann muss ich kurz die Auflösung ändern.
Okay, da muss ich ja. Wenn du bereit bist, sag Bescheid, dann können wir loslegen. Wir müssen jetzt in den Dschungel gehen. Oh, Das das wird könnte lustig. eventuell noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, er hat es jetzt übernommen. Was denn übernommen? Bei der Grafikeinstellung war gerade richtig schlimm, ich konnte nichts sehen. Du kannst doch das Fenster an den Ecken größer und kleiner ziehen. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie es soll. Ah, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Was hast du denn gerade als Problem? Also mit der Auflösung einstellen und so, das ist echt immer ein bisschen problematisch. Bisschen. Jetzt, jawohl. So, ja, jetzt können wir allein. So, da bin ich wieder. So, rotes Grüppchen und dann zieht mal los. Alles geht. Auf in den Dschungel. Es wird noch. Das wird noch ein bisschen anstrengend jetzt. Warum? Kommt denn jetzt? Der Hard Mode Dschungel. Ich glaube, du bist bis jetzt noch nicht da gewesen, oder? Im Hard Mode. Nein, noch nicht. Ja, Gegner haben es in sich. Also manche Weiß nicht, von ob mir das denen. gefallen soll oder nicht. Ach, guck mal, hier ist ein Meteorit. Der Meteorit ist irgendwie ein bisschen unrealistisch. Der Meteorit ist so riesengroß, aber die Einschlagstelle ist nur so ein dünner Tunnel. Auch wieder. Ich bin nie dran, wirklich dran gedacht. Oder er war wirklich nur so klein und hat sich dann später entfaltet. Ich kenne mich zu wenig mit so Sachen aus, um darüber irgendwie urteilen zu können. Ja, ich bin natürlich absoluter Profi auf so einem Gebiet. Das hoffe ich doch wohl. Das war eine ganz schöne Scheißwoche. Ich habe jetzt 6 Tage Spätschicht gehabt.
Gestern aus der Spätschicht gekommen und muss morgen in die Frühschicht. Ja, ich hatte auch letzte Woche Spätschicht. Muss morgen auch in die Frühschicht, also bitte. Ja gut, aber ich hatte 5 Tage. Und bin Freitag früher gegangen. Oh, das auch noch. Ja, weil ich aber die Woche über eine halbe Stunde Überstunden gemacht habe. Die habe ich direkt wieder abgebaut am Freitag. Ja, ich habe mit einem vom Büro den Deal gemacht, dafür, dass ich Samstag zur Spätschicht gekommen bin, bekomme ich diesen Freitag frei. Also cool, wenn man es mal so machen kann. Und zwar ist nicht mehr abgesprochen mit dem Meister, sondern ich bin einfach zum Schichtleiter gegangen. Der kam vorher erstmal. Aber wirklich heute bis 4:30 arbeiten? Ja, nee. Ich habe keinen Bock. Oh Gott. Ja. Habe ich halt nachgeguckt, wie viele Stunden ich hatte und dann. Weg mit den Turtles. Turtles gehören zu den Gegnern, die ganz schön viel Damage machen. So, wir werden uns jetzt richtig schön runterbuddeln. Und dann werden wir das neue Erz suchen. Oh. Oh, was soll er? Bleiben wir dem Wasser lieber fern. Ach Mann. Ja, besser ist es. Okay, hier haben wir auch schon mal lang gegraben. Würde sagen, ich weiß nicht. Hier ist überall Wasser. Hier rechts können wir lang. Was? So, naja. So, da werde ich jetzt mal den ersten Höhlenforschertrank saufen und da haben wir schon mal das erste bisschen Erz. Daraus können wir uns dann jetzt noch richtig schöne Waffen machen, richtig schöne Rüstung. Und vor allem kann ich damit jetzt zielsuchende Munition herstellen. Aha. Zielsuchende Munition. Wie viel brauchen wir von dem Erz? Keine Ahnung. 2 Millionen oder so. Ja, nix. Aber den gibt's nur im Dschungel, aber dafür gibt's den hier auch en masse. Siehst immerhin. Ja schon, was wir hier alles jetzt schon mitholen. Ich habe genug Höhlenforschertränke dabei. Links haben wir noch was. Ich glaube, die haben wir schon mal gegraben. Ja, glaube ich auch. Jetzt, wenn ich mal auf die Karte gucke, aua. Da oben sehe ich noch mehr. Hast du einen Heiltrank? Ja. Ich sag ja, der Dschungel, der hat's in sich. Ja, die machen nicht wenig Schaden. Das da ist Kobalt. Hier haben wir noch Grünalgen. Diese kleinen Bienen. Ich habe mich schon gefragt, woher ich dauernd den Damage bekomme. So, die